Die Kunstobjekte, die wir Ihnen in unserem nächsten Beitrag vorstellen wollen, sind sehr schwer mit Worten zu erklären. Man muss sie einfach sehen und vor allem hören. Ich will es trotzdem versuchen, Ihre Aufmerksamkeit jetzt dafür zu gewinnen. Der österreichische Architekt und Stadtplaner Bernhard Leitner gestaltet Klangräume. Das heißt, er baut Architektur aus Tönen. Diese Schöpfungen können entweder statisch sein oder sich bewegen. Aufgebaut sind die meisten in Leitners wunderschön restaurierter Weinviertler Getreidemühle. Dort besuchte ihn auch Doris Fercher. In Wien wurde jetzt eine Arbeit für die Austria Tabak fertig. Titel Blaues Wölben. Eine Kunststoffmembran in Bewegung. Sie wölbt sich zu Tropfen oder Tonnen, zieht sich zusammen und wölbt sich erneut. Dazu Töne, die aus 8 Säulen aufsteigen und die Veränderungen der Membran bewirken. Bernhard Leitners neueste Arbeit in Wien. Im niederösterreichischen Weinviertel hat der Künstler in dieser ehemaligen Getreidemühle mehr als nur ein Lager für seine Klangräume eingerichtet. Er hat als gelernter Architekt die desolate Mühle sehr dezent entkernt und das Schönste des Bauwerks zutage gefördert, seine Holzkonstruktionen. In diesen akustisch brauchbaren Hallen arbeitet Bernhard Leitner weiter an seiner Erfindung, den Tonräumen, die er seit den 60er Jahren erforscht. Er bringt Klänge dazu, eigene Räume entstehen zu lassen. In unserer optisch dominierten Zeit will er das vernachlässigte akustische Vermögen, unsere abgestumpften Sinne, herausfordern. Klang wird erstmals, wenn Sie wollen, als Baumaterial verwendet, mit dem ich neuartige Räume, neue sinnliche Räume entwickeln kann. Sie können schnell sein, sie können langsam sein, sie können schwer sein, sie können federnd sein. Es gibt eine völlig neue Dimension, ein neues Vokabular, wenn Sie wollen, für Raumgestaltung mit dem Medium Ton, mit dem Medium Klang. Was er heute für Hallen und Außenräume entwickelt, begann er mit Tonmöbeln. Ein Klang bewegt sich beispielsweise vom Kopf zu den Füßen und zurück. Ein Gefühl des Wiegens entsteht durch das Hören. Ähnlich funktioniert auch die große Raumwiege. Es ist eine der Arbeiten, die sich damit beschäftigt, wie man Raum körperlich wahrnimmt, wie man Raum mit dem Körper hört. Wenn Sie wollen, hier ist der Schwerpunkt darauf gelegt, Raum, Bewegung von Klang mit den Füßen zu hören, das heißt den pendelnden Klang, der sich herunter bewegt, unter den Beinen durchgeht, unter den Füßen durchschwingt und auf der anderen Seite wieder hochgeht. Es ist ein Hören von Raum mit den Füßen. Ganz anders tönt eine weitere Halle mit einem Tonfeld und einem Tonschirm. Die Töne des Feldes umspielen die Füße, können hinunterziehen oder hinaufstoßen. Die Klänge sind computergesampelt. Ein Zufallsprogramm lässt das zarte Anblasen einer Bassklarinette zu einem fast materiellen Phänomen werden. Also ich will nicht durch Lautstärke sozusagen eine Message herüberbringen oder etwas aussagen oder einen Raum vermitteln. Also wenn Sie wollen, durch ein Erschlagen, durch ein körperliches Erschlagen, sondern eher durch ein Aufwecken der feinsten Antennen, die wir auf der Haut und im ganzen Körper haben, weil wir messen ja akustisch, nicht nur mit den Ohren, sondern mit den Knien, mit den
Knöcheln, also mit der Brust. Also ich möchte sie mit den feinsten Mitteln sozusagen den Körper zur Raumempfindung stimulieren. Bernhard Leitners Arbeit ist Pionierarbeit, ein künstlerisches Werk von besonderer Innovation und Haltung. Der jugendliche Doyen des Wiener Burgtheaters Michael Heldau spielt zwar derzeit vier Hauptrollen.